Jetzt, da ich viele Geheimnisse über dieses Model enthüllt habe, werfen wir einen Blick auf die ausgehenden Details dieses Models. Huben hat sich viel Mühe gegeben, diesen hervorragenden Panzer zu reproduzieren, taschen sie jedes Detail so oft wie möglich wieder auf. Die Scheinwerfer haben interne Muster und die Blinker verwenden gelbe transparente Teile. Dies ist ein fahrbarer Rückspiegel, die zu öffnende Verglücke und die Fernbeobachtungsfenster sind alle transparenten Blätter. Dies sind Textilteile. Das Zerphenol des Schunzer, das kreisförmige Beobachtungsphenol des Kapitäns und der Independent Trimmer Führer CITV. Vom Kommando verwenden transparente Fenster. Die Lücke des Lades, das Zerphenol des Schunzer und der Motorkühler können alle geöffnet werden und es gibt sogar einen winzigen Kerker, die am Hashprojektor befestigt ist. Das Maschinengewehr reproduziert perfekte Details und klingt echte Geräusche und blitzt auf Feuer. Diese beiden Stahlseile sind aus echtem Metall. Die beiden runden Motorkühlanschlüsse werden durch Photoplatten verbessert. Diese beiden Lücken können geöffnet werden. Im Inneren binden sich die Netzschlotte, die Ladebuchse und der Öltankanschluss. Hier wird die Rauchbezugsentlüftung angestellt. Dies ist die Position des Rauchabzugs im Kehlpanzer. Rückleuchte, Bremsleuchte und eine rotierte Warnleuchte an der Oberseite des Turms. Nachdem ich so viel gesagt habe, möchte ich Ihnen die Funktionen des Fahrzeugs demonstrieren. Ich glaube, jeden kann es kaum erwartet. Der Hubenpanzer können in einem Feature von AC-Lösungen konfiguriert werden. Die Basisversion verwendet Standard-Huben-Verbedingungen, über die wir schon oft gesprochen haben. Es ist ein leistungsstarker 12-Knall-Detektor. Sie können auch aus Verbedingungen und VTUs vom dritten Bieten verwandeln.